Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces für die PlayStation 3 mit Belias LP und mit Nami LP. Jo, im letzten Part haben wir einiges an Skits in Lawnt gemacht. Wir sind danach hier in der Story weitergegangen und zwar ging es hier nach draußen, haben noch ein Skit am Save Point angeguckt und da geht's jetzt auch weiter. Wir müssen die Straße entlang und wir haben natürlich offscreen einiges gemacht. Jo, zum Beispiel Monster gesammelt. Haha, die Sterne von den Monstern. Exakt, und zwar dreht es sich um drei Monster, meine ich. Wollkeiler, Peepit und Mandragora-Spross. Peepit! Yeah, Peepit! 45 Mandragora-Sprosse, 45 Peepit. Und ein Wollkeiler, hoho. Ja, 39 Stück. 39 Stück, ja. Ja, und hat übrigens eine epische Frisur. Ich finde, der sieht aus wie Elvis. Wie Elvis. Mich erinnert er eher an hier, wie heißt der Bardo aus Skyward Sword. Naja, ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass ich ein bisschen was zu Kater sagen werde, zum magischen Kater. Übrigens, Seelenkugel sind die Items, die ihr bekommt, wenn ihr Monster besiegt und einen Stern dazu bekommt, dann bekommt ihr auch eine Seelenkugel. Das geht bis 99 und nicht wundern, es zählt danach noch weiter die Sterne. Es wird nur im Menü nicht weitergezählt. Ganz wichtig, magische Kater. Man kann hier auf diesem Landweg, kann man die magische Kater Nummer 3 finden. Das ist die von Philias. Jo, und die kann man überall finden, wo es glitzert. Genau, das zeige ich euch jetzt gleich auf dem Weg dorthin. Ich würde sagen, wir hauen einfach rinne und gucken uns alles an, was es gibt. Jo. Ja, zum Beispiel gibt es hier ein Elvis im Gebüsch. Wie du gelacht hast gerade so. Voll epic. Guck mal, wie der da rumgerannt ist, wie so ein Verwirrter. Ja, der hat wahrscheinlich die Merkel im Gebüsch gefunden, das hat er nicht erwartet. So, ja, wir haben hier den Gummisamen bekommen, 3 Stück, das ist die Entdeckung des Jahres, den Gummibaum. Und nicht zum Verzehr geeignet, ein neuer Skit. I already picked some. What are you gonna do with more? Maybe I want my own apple gel. What does that have to do with anything? If you bring a gel seed and an apple to a merchant or a turtles, they can turn them into an apple gel. Wow, I didn't know that. I thought you just ate them. You shouldn't do that, Asbel. I don't think they're good for you raw. Ja, die hat natürlich gleich einen gegessen. Und da wurde uns schon so ein bisschen verraten, dass es die Item-Kreation oder wie heißt das hier? Ich weiß nicht. Synthesis oder irgendwie so heißt das, dass es das hier auch gibt. Nicht vergessen, ich weiß, da unten ist der Elvis und der ist ziemlich interessant. Aber ich würde sagen, den Reisenden müssen wir trotzdem ansprechen. Ja, vor allem mit der Rotznase dann noch. Sieht aus wie bei Zelda. Da gab es immer so ein Kind bei Zelda Wind Waker. Das hatte auch so eine Rotznase. Ja, auf der ersten Insel. Ich weiß, welches du meinst. Hm. So, ja, dann ist natürlich da noch ein Gegner, den wir jetzt erstmal ignorieren. Wir wollen ja viel erledigen. Auf dem Rückweg machen wir dann ein paar Kämpfe. Da war nicht ein so eine Glitzerstelle. Da ist ein Turtles, da werde ich euch gleich was ein bisschen erklären. Und, ja, dann würde ich sagen, da unten ist, glaube ich, jetzt... Es ist wieder keine Glitzerstelle, die wollen mich doch trollen, ey. Ich würde mal sagen, wir sind nicht aus der Map rausgelaufen. Das würde ich auch sagen. Okay, dann holen wir uns zuerst die Schatztruhe, den Reis, den wir wegschmeißen müssen, weil wir schon 15 dabei haben. Ja, dann möchte ich euch erstmal ein bisschen was beim Turtles erklären. Den können wir anlabern. Hey Leute, habt ihr ein Dualisierbuch? Falls ja, könnt ich euch aus einem Gummisamen, einem Apfelgummi machen. Was? Okay, ja, Apfelception. Das ist Apfelception. Ja, man kann hier mit Dualisieren, kann man Items kombinieren. Und das möchte ich jetzt ein bisschen genauer erklären. Und zwar haben wir hier verschiedene Kategorien an Items. Wir können 2 Items, die zusammengehören, kombinieren. Wichtig ist, man kann zwar später mit dem, mit diesem komischen Mixer Items wieder verdoppeln, also, ne? Aber ich würde niemals auf 0 gehen. Ich würde immer mindestens einmal den Gegenstand im Menü behalten. Auf jeden Fall. Ich habe große, große Fehler gemacht, als ich das Offscreen gespielt habe. Und habe da einige Items dann 0 gehabt. Die waren dann ziemlich schwer auffindbar. Manche sind sogar missable. Also ich würde wirklich niemals auf 0 gehen.
Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Synthesis. Ja, oh, wollte gerade sagen, zeig doch einfach mal. Wir drücken einmal auf Fell drauf und dann sehen wir zum Beispiel, gut, Stück Holz, dann wird daraus gegerbtes Leder. Das machen wir jetzt mal zweimal. Jawohl. Dann haben wir hier eine Feder, die zusammen mit dem morschen Reißzahn zur Haarnadel wird. Können wir zwei Stück machen. Namenloser Samen mit Giftnadel, auch zwei Stück. Geht zur Giftbruch. Feder und rostiger Nagel, da machen wir nur eins, denn sonst hätten wir ja keinen rostigen Nagel mehr. So, jetzt haben wir einiges kombiniert. Hier unten gibt es noch Schweinefleisch mit Reis, da könnt ihr dann Kochrezepte zusammenmixen. Die braucht ihr dann erst später, wenn ihr erwachsen seid. Da könnt ihr das dann in euren Mixer reinballern und dann könnt ihr im Kampf geheilt werden und sowas. KP Wiederherstellung 30%, wenn ihr dann einen bestimmten Wert an Damage zum Beispiel habt. So, hier ein Schweinskotelett-Topf. Dann hier ein gebratener Reis. Also wir können schon einiges machen eigentlich. Reisbällchen. Ich würde sogar sagen, wir machen gleich zwei Reisbällchen, denn ihr könnt diese Rezepte auch weiterverarbeiten. Ihr verbraucht die übrigens nicht. Die sind nur ausgerüstet später. So, die eingelegte Pflaume haben wir nur einmal, die behalten wir uns. Den Reisbrei können wir uns zweimal machen, würde ich sagen. Dann war es das erstmal, ne? Hier drin. Was können wir denn hier machen? Reisbrei mit eingelegte Pflaume, theoretisch das auch, aber die eingelegte Pflaume möchten wir uns natürlich noch aufheben. Hier, wo dieser Zahn ist, also diese Kralle oder was das da oben sein soll, seht ihr dann die ganzen sonstigen Items. Hier seht ihr alle Rezepte, soweit ich weiß, oder sowas. Hier alle Waffen, hier alle Rüstungen und hier alle Accessories. Was man damit machen kann, Waffen und so weiter, das erkläre ich dann, wenn wir erwachsen sind, weil es jetzt uns noch gar nichts bringt, da wir den Mixer nicht haben. Ja, dann würde ich sagen, war das erstmal eine ziemlich gute Erklärung. Ja, jetzt können wir weitermachen. Ach, eine Sache fällt mir auf, was wir auch noch machen können, und zwar Apfel- und Gummisamen. Genau. Da können wir uns, lassen wir von beidem eins übrig, dann können wir uns ein paar Apfelgummi machen. Den guten Tipp von Hubert. Genau. Von Cherry. Den wir ja erst erzählt bekommen haben. Ich gucke jetzt mal, ist jetzt hier irgendwie unten noch was? Scheint nicht, dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Videosequenz. Oh yeah. Mit dem Peep-It. Mit dem Peep-It. Approach and bear witness to the rare and mysterious arts of the Stratton Beastmaster. Hey, do you recognize this girl? Not in the slightest. Is she lost? No, she has amnesia. Aw, how very unfortunate. Perhaps what she needs is to witness the astounding feats of a Beastmaster. Als ob. Okay, sure. Let's see what you've got. Die klatschen, obwohl nichts passiert. Prepare to be astounded. Fehlt nur noch Simsana. Hahaha. A front flip, go! He's not moving. Ja, der Peep-It hat keine Lust. No, this isn't supposed to happen. Here, let me try. Abracadabra, front flip, go! Oh mein Gott. Holy moly! Hey, what other tricks can she do? Woozle, wazzle, backflip, go! Front flip with a twist! Ja! Jump really high! Now spin! Spin around and around and then stop! Klasse. That was incredible. Wow, thanks for the great show, kids. Your friend here must be an acrobat from the circus. Or maybe an assassin femme fatale trained by a secret organization. Ja, sicher. Ja, ganz klar. Well, either way, it was pretty impressive. I hope you were paying attention, Puffy. Our act is gonna need some serious work. Let's get going. Das arme Vieh. Ja, Peep-It ist viel besser als Name. Ich hätte es Peep-It genannt. Peep-It! Are we done? So, she's either from the circus or an assassin.
Oh, ein Assassin. Really? I don't know. But those movements felt familiar, as if I'd done them before. Hmm. Maybe the Beastmaster lady was right. We should head home. I doubt we'll find anything else here. Der einzig Schlaue in der Gruppe im Moment. Hubert, okay. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, auch auf diesem Feldweg alle Leute anzusprechen. Für die, die es interessiert, ich gucke gerade mal. Wir sind in Westlawnstraße. Und wir spielen übrigens auf Chaos, also den höchsten Schwierigkeitsgrad im ganzen Spiel. Hier oben gibt es dann noch eine kleine Sequenz. Abracadabra mal wieder. You know, Aspel, you could try giving me commands too. Bitte? No, I'm good. Let's Sorry, ich war ein bisschen weit weg. Seriously, it's okay. Let's try it. You can give me any command you want. Oh, fine. Abracadabra. Go be quiet for a while. Boah. Boah. What are you two doing? Come on, Hubert. Let's go. Hey, wait up. Hey, don't leave me here. Wie gemein. Ja, voll gemein, wie Jerry als Kind behandelt wurde, ey. Ist unglaublich. Wir speichern mal ganz kurz an der Stelle. Gehen dann in die Hütte, denn da gibt es auch einen NPC anzusprechen. Den dürfen wir auch nicht verpassen. Bla 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 bla. Chefkoch. Wen interessiert's? So. Dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Ich gehe jetzt mal kurz nochmal runter. Die beiden haben wir schon angelabert, meine ich. Jetzt dürften nämlich die Sparkling Points resettet sein. Genau, an diesen Sparkling Points, komplett auf dem ganzen Feldweg namens Westlawnstraße, könnt ihr die magische Karte Nummer 3 bekommen. Von Philia, oder wie die heißt. Ja, und wir laufen dann wieder den ganzen Weg zurück und machen ein paar Kämpfe auf dem Rückweg, würde ich sagen. Genau, ein paar Kämpfe gegen die Elvises. Und die komischen Typen, die übereinander gestapelt sind. Die Babys mit der unglaublich großen Knospe auf dem Kopf. Oh Mann. Und gegen Peepit. Ja, Peepit und Feder gefunden. Auch recht nützlich. Tja, die hat der Peepit bestimmt verloren. Da ist wieder so ein Baby mit einer riesigen Knospe. Und ein Elvis. Alle drei. Ja. Alle drei vereint. Das ist das Trio. Das ist das Lawn-West-Straße-Trio. Yo. Peepit, Baby mit Knospe und Elvis. Das ultimative Trio ist einfach so. Kann man gar nichts gegen machen. So, und da ist natürlich noch ein Elvis, muss natürlich sein. Klar, der hat sich einfach nur so an uns rangeschlichen. Und down! Wunderschön. Haben wir eigentlich schon neue Titel? Ich glaube noch nicht. Nee, ich glaube auch noch nicht. Wir haben noch alles gemeistert. Ja. Wenn ihr das nochmal anspricht, kriegt ihr nochmal einen Gummisamen, aber immer nur einen. Jedes Mal, wenn ihr die Map verlässt, könnt ihr da nochmal hingehen und dann kriegt ihr es nochmal. Abfall ist übrigens wichtig, ihr braucht 15 Stück davon, bevor ihr zu der Stadt Zavert kommt. Jo, das also ist ja kein wirklicher Spoiler. Wenn ihr mal Items braucht, dann müsst ihr einfach immer aus der Map raus und nochmal zu der Entdeckung hinlaufen. Und wenn das nichts bringt, dann müsst ihr wirklich in eine andere Stadt laufen und wieder zurücklaufen. Ja. Es kann gut möglich sein, dass das der Fall ist. Ja. So, dann gehen wir zurück nach Lawnt. So, wo geht's denn jetzt weiter? Wir müssen zurück zur Villa für eine kleine Szene. Und ich sehe schon, der Part ist so gut wie vorbei. Nein, nicht schon wieder. Ich überlege gerade, nein, wir gucken uns die Szene erst im nächsten Part an. Nicht, dass die Szene 3-4 Minuten geht und dann der Part wieder in Überlänge ist. Dann würde ich sagen, die Szene, was jetzt hier bei der Villa passiert, sehen wir dann im nächsten Part. Ich habe ja einiges erklären können, oder wir haben einiges erklären können über Dualisieren und über das, ich meine, Monsterbuch. Haben wir noch dazu was gesagt? Nein, die Karten, genau. Magische Kartas. Genau. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus erstmal ciao, ciao. Bis zum nächsten Part. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.